einen Tag als Ärztin. Für Menschen? Man hat wirklich so Heimwerker-Vibes. So ist das, nur in steril. Und für Tiere. Ariane, kannst du das Öhrchen packen auf deiner Seite? Ja. Ich teste die Traumjobs meiner Kindheit. Würdest du das als deinen Traumberuf bezeichnen? Ich mache das seit 35 Jahren, habe immer noch Spaß dran. Es ist vielleicht manchmal etwas romantisch dargestellt, der Arztberuf. Johannes, das hat sich jetzt hiermit total erledigt. Ist Ärztin wirklich mein Traumjob? Mein Name ist Ariane Alter und ich bin Moderatorin. Aber ich frage mich immer wieder, was hätte noch alles aus mir werden können? Als Kind wollte ich immer Tänzerin werden. Oder vielleicht doch Ärztin? Auf jeden Fall war es mein Traum, als Pilotin den Himmel zu erobern. Endlich habe ich die Chance, einen Blick auf die Traumberufe meiner Kindheit zu werfen. Ist hier vielleicht mein Traumjob dabei? Seit meiner ersten Biostunde finde ich Medizin und Körper total faszinierend. Wie funktioniert das Ding? Wann geht was kaputt? Und wie kann man das heilen? Das ist doch toll! Und deswegen war Ärztin immer bei mir ganz oben auf der Traumjobliste. Die Frage war immer nur, für Menschen oder für Tiere? Und heute stelle ich mir die Frage, ist das wirklich ein Traumjob? Aber das finde ich heraus. Und zwar werde ich bei einer Pferdetierklinik mit angeschlossener Chirurgie den Ärztinnen und Ärzten über die Schulter schauen und ein bisschen mit anpacken. Aber starten werde ich hier in der Klinik für Menschen. Ich treffe Johannes Sandloff, er ist Orthopäde und Kniefachmann. Und er nimmt mich mit durch seinen Tag. Und dann schauen wir mal, ob Ärztin tatsächlich ein Traumjob ist. Hallo! Moin, sagt man in Hamburg, ne? Moin, moin! Ihr wundert euch vielleicht, wieso? Wir kennen uns schon was länger. Ein bisschen, ja. Es ist nämlich so, dass wir zufällig auf der gleichen Schule waren. Du bist einen Jahrgang drüber gewesen. War ein älterer. So, und jetzt treffen wir uns hier wieder. Wie das Leben spielt manchmal. Weil du Arzt geworden bist. Und wir sind ja hier in der Klinik, aber du hast aber auch noch eine Praxis. Genau. Das ist so ein bisschen so ein Doppelkonstrukt. Wir haben eine Praxis und haben da unsere Patienten und wir operieren hier. Das ist ja das Schöne bei mir, dass wir nicht nur am Patienten konservativ arbeiten, sondern dass wir auch reparieren können. Ja? Und das operativ und das machen wir hier mit dem Partner der Klinik Mannhagen. Und heute geht es ja in meiner Welt jedenfalls ab. Für dich Alltag? Ich denke mir, ach du meine Güte, was erwartet mich? Also wir machen mal heute so einen ganzen Durchlauf durch so einen Tag. Das ist natürlich nicht so, wie wir es normalerweise machen, weil wir sonst ganz volles Programm haben. Dann könnten wir uns nicht richtig unterhalten. Aber wir haben einen Abriss einmal, dass wir auf Station gehen, uns mal Patienten angucken, die schon operiert wurden. Also, wie von dir? Ja, von uns aus der Praxis und von mir. Ja. Also Visite laufen. Mhm. Zweite Sache ist, dass wir in den OP gehen, uns auch mal eine OP angucken, von mir. Mhm. Ja, dann kommst du mit an den Tisch. Richtig mit aufschneiden? Richtig mit aufschneiden, aber extra nicht so groß, damit keiner umfällt, nicht zu viel Blut. Und dann gehen wir in die Praxis noch heute und gucken uns nochmal Patienten an, die vor einer OP stehen oder die gar nicht operiert werden, weil es muss ja nicht immer alles operiert werden. Gibt auch Spritzen. Genau, sehr gut. Okay, dann lass uns mal starten. So geht das aber nicht. Wir müssen uns erstmal umziehen, weil so, das ist nicht arztlike. Da müssen wir uns erstmal für umziehen. Let's go. Vielen Dank, dass ihr gesehen habt, ob der Arzt ein Traumberuf ist oder nicht. Wenn ich nicht anziehen kann, was ich will, bin ich raus. Ciao. Na gut. Ausnahmsweise. So. Jetzt sind wir umgezogen. Sieht aus wie eine Physiotherapeutin. Naja. Leute werden denken, ich habe Kompetenz. Das sowieso. Und jetzt geht's auf Visite. Vorher aber müssen wir uns erstmal angucken, was die Patienten eigentlich haben. Ja. Damit wir auf dem neuesten Stand sind. Und das machen wir jetzt. Also einmal ins Büro, gucken wir uns das Ganze an und dann geht's auf Visite auf Station. Okay. Also. Johannes erklärt mir den Fall seiner Patientin.
Sie ist vor wenigen Tagen am Knie operiert worden, denn sie hatte schon lange mit Problemen zu kämpfen. Bei ihr wurde ein Teilgelenkersatz am Knie eingebaut, eine sogenannte Schlittenprothese. Dabei wird nicht das gesamte Knie künstlich verändert, sondern nur der defekte Teil des Knies ersetzt. Ich finde, das sieht ja immer super spannend aus und toll und was es da auch technisch gibt. Und da denke ich mir schon, ach, finde ich spannend. Als du in der Schule warst, war der Jojo übrigens immer der mit dem Basketball. Das war der Basketball-Jojo. Ja? Bist du deswegen Orthopäde geworden? Weil es dann doch ein Kreuzbandriss gab, oder wusstest du was Vernünftiges machen? Es ist häufig so, dass Leute, die in die Orthopädie gehen, häufig schon einen Bezug über einen Sport haben. Und für mich war es immer irgendwie klar, dass ich schon was Handwerkliches machen will. Wenn ich immer irgendwo bin und jemand fragt, was machst du denn? Und dann sage ich immer, ja, ich bin Handwerker für einen Menschen. Und du bist ja Chirurg, aber natürlich redest du auch mit Patienten und behandelst die. Gibt es etwas, was du mehr liebst? Handwerklich rumschnibbeln? Nee, ich liebe die Abwechslung tatsächlich. Für mich war es wichtig, dass ich erstens dem Patienten alles anbieten kann, ne? Also dem konservativ das anbieten kann und auch operativ und nicht nur das eine oder das andere. Und dass man auch ein bisschen die Abwechslung hat. Ja gut, dann verquatschen wir uns nicht, was? Genau, es ist schon Zeit, wir müssen los. Also okay. Geht's auf Station. Los geht's. So, jetzt geht's zur ersten Patientin. Das ist auch die Patientin, die wir im Röntgenbild gesehen haben. Ist vor 3 Tagen operiert worden mit diesem Teilgelenkersatz. Ja. Also offene OP, eine Seite überkront vom Knie. Und die gucken wir uns mal an. Die soll eigentlich morgen schon nach Hause. Wir gucken mal, ob das geht und besprechen das mit ihr. Bin gespannt. Moin! Wie geht's? Gut. Ja, wir wollten mal nach Ihnen schauen. Ich habe heute jemanden mitgebracht, die für uns heute noch mal den Tag begleitet. Genau. Mein Name ist Ariane Alter. Ich sehe nur kompetent aus, aber jetzt überlasse ich das meinem Kollegen. Hat Kompetenzen auf anderen Bereichen. Absolut. In anderen Bereichen. Ja. Wir gucken einmal aufs Knie. Das, was hier abgeklebt ist, ist das, wo die Drainage drin war. Und die Wunde ist genau so groß. Das ist relativ schön kleiner Schnitt. Wie ist es vom Schmerz? Wir lassen das immer einschätzen. Ne? 0 ist gar kein Schmerz. 10 ist so der schlimmste Schmerz, den man sich vorstellen kann. Wie ist so Ihre Einschätzung aktuell? 3. Und unter Belastung, wenn man dann mal mit noch mehr. Dann ein bisschen mehr. Ja. Ne? Dafür gibt es immer eine Medikation. Ich sage auch immer allen Patienten, ist total wichtig, Medikation am Anfang zu nehmen, weil es macht keinen Sinn, Schmerz auszuhalten und sich dann weniger zu mobilisieren, sondern es macht viel mehr Sinn, vielleicht mal eine geregelte Schmerzmedikation am Anfang zu nehmen, auch abschwellende Medikation zu nehmen, um besser mobil zu werden. Die Patientin hat jetzt geht's los. Genau, jetzt geht's aus dem Bett. Toi. Frühsport. Ich finde es toll, dass man beim Arztberuf direkt ein Feedback bekommt und sieht, wofür man gearbeitet hat. Und wenn die Patienten dann auch noch so toll sind, macht das den Beruf wirklich traumhaft. Vielen Dank, das sieht gut aus. Bitte. Worauf hast du denn da jetzt geachtet? Ich habe darauf geachtet, ob sie das hinkriegt mit der Teilbelastung. Ja, das ist das Problem. Ja, das ist immer, schwierig. Das ist schwierig und das ist aber ein gutes Zeichen, wenn sie sagt, das ist schwierig, weil das eigentlich heißt, sie möchte mehr belasten. Also ich finde, das sah ganz toll aus. Ja. Ich würde sagen, 5 Tage nach der OP. 7 würde ich schätzen, aber 3, das ist ja toll. Ich hoffe, wenn ich mal operiert werden muss, dass das Laufen dann bei mir auch so gut aussieht nach wenigen Tagen. Und jetzt geht's runter in OP, die warten schon. Ja. Jetzt operieren wir mal sowas. Ja. Jetzt geht's los. Wenn er sagt wir, meint er wir? Ja, anteilig du auch. Du kannst dich auf jeden Fall mal mit einwaschen. Wir gucken ich kann mal. Richtig gut basteln. Ja. Und das ist ja fast dasselbe. Ja, aber mit Blut. Das werde ich ja jetzt sehen. Ja. Also, auf geht's. Doch vorher lerne ich noch einen anderen Arztberuf kennen. Ich liebe ja Tiere und deswegen wollte ich als Kind natürlich immer Tierärztin werden. Ich habe gedacht, das ist der Traumjob. Und das Tolle ist, jetzt kann ich mal auschecken, ob das wirklich so ist. Denn ich kann hier in dieser Tierklinik, die spezialisiert ist auf Pferde, den Ärztinnen und Ärzten über die Schulter schauen und gucken, wäre das mein Traumjob gewesen?
Hallo. Guten Morgen, Ariane. Herzlich willkommen. Schön, dass ich da sein kann. Ich bin ja, ganz gerne. Aufgeregt. Ich ganz aufgeregt. Ist. So schlimm ist es nicht. Nein? Nein. Wie ist denn dein Alltag? Wir beginnen jetzt um 8 mit der Visite. Schauen uns unsere ganzen Patienten an. Okay. Schauen, wie sie über die Nacht gekommen sind. Wir haben heute Nacht operiert. Und dann gehen wir einmal so in den Stall durch, gucken, was wir heute therapieren müssen. Und dann beginnt das normale Programm. Im Grunde musst du immer gucken, wo läuft gerade was, aber wir nehmen dich dann immer schon mit. Ja, ja, klar. Und damit du dazugehörst, habe ich dir auch gleich ein tolles T-Shirt mitgebracht von der Pferdeklinik. Dass die Pferde auch gleich wissen, Kompetenz, Kompetenz. Ich frage die gleich mal, wo die Kantine ist. Sehr gut, ich ziehe mich um. Okay. Und danach sehe ich richtig aus wie eine Tierärztin. Das ist einfach das Tollste. Ja, fein. Dann würde ich sagen, ja, die Assistenten sind nahezu alle da. Dann beginnen wir um 8 mit der Visite. Ich beeile mich. Alles klar. Okay. Gut. Seit mehr als 30 Jahren ist Uwe der Mann, dem die Pferde vertrauen. Als Chef der Pferdeklinik am Kirchberg untersucht er nicht nur Kaltblüter, sondern Uwe operiert sie auch. Es riecht schon mal nach Pferd. Und nicht zu Knochen. Erster Tagungspunkt: Pferdevisite. Hier werden alle Tiere einzeln aus der Box geholt, begutachtet und anschließend besprochen, welche medizinischen Schritte als nächstes notwendig sind. Okay, wir wechseln den Stall. Knapp 50 Pferdeboxen hat die Klinik hier in insgesamt 2 Stellen. Rund die Hälfte der Plätze ist derzeit belegt. Nach der Visite schaut sich das Ärzteteam noch die aktuellen Röntgenbilder der Vierbeiner an. Danach darf ich mit der internistischen Oberärztin das erste Mal ran an die Pferde. Jetzt haben wir hier ein ganz braves Pferd, den Brad Pitt. Brad Pitt, meine Damen. Wurde auf der Runde schon einmal vorgestellt. Der Brad Pitt ist im Moment eigentlich auf einer Alm zu Hause und war dann ein bisschen unglücklich, weil er sich wohl an einem Ast verletzt hat. Der Ast war im Augenlid drin, das musste dann operativ versorgt werden. Ach du meine Güte. Ja. Oh. Das heißt, wir reinigen das jetzt einmal und schauen es uns gemeinsam an. Kann ich da jetzt rein oder ist ihm das unangenehm? Genau. Es ist ihm bestimmt nicht das Allerangenehmste des Tages. Der frisst, glaube ich, lieber ganz allein. Okay. Aber wir können uns einmal das aus der Nähe anschauen, indem wir auch das Ophthalmoskop verwenden. Gibt uns eine fokale Lichtquelle, wo wir dann also auch einmal schauen, wie die genähten Lidränder ausschauen. Man sieht hier die Naht. Ja. Wo das zusammengenäht wurde unter Vollnarkose, sowas kann man schlecht im Stehen machen beim Pferd. Aber er sieht noch was. Er sieht noch was, das sehe ich auch deutlich, wenn ich hier den sogenannten Drohreflex überprüfe. Ja. Dann reagiert er schon auch noch, reagiert jetzt tatsächlich sogar auch auf das Licht, das ist ihm unangenehm. Okay. Dann haben wir hier einige Tupfer mitgebracht. Jetzt, wenn du möchtest, kannst du das selber reinigen. Bitte ich? Gerne. Jetzt schon? Angehende Tierärztin. Ich sag so, wenn ich jetzt hier in ein paar Stunden schon eine OP mache, muss ich natürlich ganz auch genau nicht da. Ja. Was man macht, man nimmt sich den Tupfer einmal so und dann geht man ganz, ganz sachte von vorne an das Auge ran und tupft einfach mal diese gelbliche Flüssigkeit, die da rauskommt. Tupfen oder ziehen? Ganz vorsichtig einfach tupfen. Wenn es geht, ein bisschen ziehen ist super. Wir schauen, wie er da reagiert. Ganz langsam immer mit den Pferden sprechen. Hallo Brad, ganz genau. Schön, dass ich dich kennenlerne. Ich dachte nicht, dass wir uns jemals im Leben treffen. Super, perfekt. Und er mag das dann eigentlich auch ein wenig. Manchmal juckt es auch, wenn dieser Schleim da noch so sitzt. Bestens, ja genau so. Super, brav. Alles gut. Ja, bestens. Schwierig, so brav. Ja, wunderschön. Hast du eigentlich immer noch so guten Kontakt mit der Jennifer und läuft da was? Da möchte er sich jetzt dazu nicht aussprechen. Ach so. Ja? Na gut, aber die neue Frisur, der Pony, der steht dir. Also ihr habt da eure Tricks, weil bei Menschen würde man sagen, Mensch, Herr Pitt, sehen Sie jetzt was, ja oder nein? Genau. Wie geht's Ihnen denn? Ich tupfe da mal. Das ist ja bei dem Pferd nicht möglich. Ist das manchmal ein Problem, dass man sich denkt, boah, ich weiß nicht. Tagtäglich ein Problem. Ah, ja. Aber ich denke, mit der Zeit lernt man die Sprache des Pferdes ein bisschen besser kennen. Jetzt er, der deutlich gezeigt hat, das ist okay, das darfst du machen. Ja. Es gibt auch Schmerzanzeichen, Anzeichen von Kolik und so weiter. Die kennt man mit der Zeit ein bisschen, aber wir wundern uns häufig, wie leicht es wäre, wenn sie uns einfach was sagen könnten. Okay. Dann würden wir den Brad für heute einmal in Ruhe lassen. Jetzt darf er sein Frühstück erstmal fertig genießen. Ja. Dann möchten wir gar nicht stören. Jetzt haben wir den Brad Pitt, ich bin verrückt. Hab ich das Auge ausgeschnitten?
Oh, das hat mir schon mal gut gefallen, das muss ich schon sagen. Das fand ich schon niedlich. Es macht ja was mit dir, wenn dieses Tier dir entgegenkommt. Das hast du ja bei der Steuerberatung nicht, dass man das Gefühl hat, ah, da ist Kontakt oder da ist Kommunikation oder ist vielleicht auch ein bisschen Dankbarkeit. Mhm. Das finde ich schon ganz schön. Okay, ich glaube, das war ein... man hört's, ne? Man hört's. Naja. Das nächste Pferd wurde vor einigen Tagen am Huf operiert und ist heute etwas unruhig. Spürt es vielleicht mein Respekt? Diese Ausstrahlung dieser Tiere ist atemberaubend und überwältigend. Jetzt muss eine leichte Sedierung das Pferd beruhigen, damit wir den Verband wechseln können. Also ich bin ja seit kurzem erst hier. Ja? Aber ich muss schon sagen, das ist schon ein größerer Teil, als ich dachte. Ja. Dieses, alles klar, ich gehe jetzt schon eine gewisse Gefahr ein. Ja. Es gibt halt die nicht so schlimmen Verletzungen, wie ich renke mir einen Finger aus, wenn das Pferd ungünstig am Strick gezogen hat. Oder ich werde einmal durch den Kopf des Pferdes an meinem Kopf getroffen. Das ist die sogenannte schöne Kopfnuss. Ja, ja. Man kann auch mal die Kniescheibe rausgehaut bekommen. Man kann im schlechtesten Fall natürlich auch ins Gesicht getroffen werden. Gerade wenn ich am Hinterbein was zu tun habe und das Pferd dann einmal mit den Hinterbeinen austritt. Ich habe jetzt eine Freundin, auch die kürzlich dann wirklich auch gerade im Gesicht getroffen wurde. Dann sieht man manchmal auch richtig schön den Huf dann im Gesicht. Sie hatte jetzt Glück und kam mit zwei Brüchen im Gesicht davon, aber das kann natürlich dann auch sehr, sehr schlimm enden. Ja, vielen Dank, Muriel. Tschüss, danke, war schön. Das war der Traumjob, Tierärztin, not. So einfach komme ich nicht raus aus der Nummer. Jetzt muss ich ran ans Pferd. Mein allererster Verbandswechsel. Ich bin nervös. Steh. Alles gut? Boah, aber habt ihr gesehen? Wie ein Tiger. Zack, in die Flucht. Fragt man sich, wer ist jetzt das Fluchttier? Ich glaube, das bin ich. Boah. Das ist mir dann doch zu heikel. Da lasse ich lieber die Profis ran. So, Muriel. Gut gemacht. Danke. Ja, also der Tiger-Move. Vor allem, ja, ja, dann war ja, ich schnell. Ja, ja. Zack, da ist das Überlebensgehen. Also es ist ja so, jetzt fassen wir mal zusammen. Die Ausbildung für Tiermedizin ist ja dieselbe Länge wie Humanmedizin. Ja, so. 5 bis 6 Jahre. Dann braucht ihr im Gegensatz zu unserem Freund, dem Orthopäden, einen Rückenpanzer vielleicht mal. Genau. Ja, oder einen Helm. Wie ist das denn finanziell? Weil theoretisch müsste es ja dann mehr Geld geben als in der Humanmedizin. Weil der Hans-Peter aus dem Friesenland, der haut ja nicht ins Gesicht mit einem zweifachen Bruch. Hoffentlich. Hoffentlich, ja. Ich denke, im direkten Vergleich zu Humanmedizinern sieht man trotzdem unsere allgemeine Verantwortung als etwas tiefer an. Mhm. Es geht also nicht um ein Menschenleben, es geht in Anführungszeichen nur um ein Tierleben. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich darin dann auch der Lohn widerspiegelt. Ach, und Gefahrenzulage gibt es aber nicht? Nein, wenn wir Glück haben, dann gibt es Nacht- und Wochenendzulagen. Wenn wir Glück haben. Dann würden wir jetzt weiterschreiten. Um 10 Uhr, also in 20 Minuten, soll unsere erste Narkose beginnen. Mhm. Das heißt, wir würden jetzt uns nach hinten in die Narkosevorbereitung verschieben und dann einmal schauen, dass die Medikamente alle vorbereitet sind und das Pferd dann auch prämediziert werden kann. Prämediziert. Genau. Oh, googelt mal, was das heißt und sagt es mir in die Kommentare. Okay. Super. Also vielen Dank fürs Kontrollieren, vielen Dank fürs Zeigen und vielen Dank fürs Nicht-Ausrasten. Puh, das... Zurück in der Menschenklinik. Hier erwartet mich jetzt meine allererste Knieoperation. Doch bevor es in den OP-Saal geht, müssen wir uns erstmal richtig einwaschen. 3 Minuten dauert das Ganze. Erst mit Seife und anschließend mit Desinfektionsmittel. Hoch bis zum Ellenbogen. Bis zum Ellenbogen, weil du planst, mit dem Ellenbogen in den Patienten zu versinken, oder? Du planst das nicht, aber es gilt lieber ein bisschen mehr als zu wenig, ne?
Wichtig ist immer, die Seife gut abreiben, denn sonst haftet das Desinfektionsmittel nicht. Und so waschen wir 3 Minuten vor uns hin und ich glaube, so lange habe ich mir noch nie die Hände gescheuert. Langsam bekomme ich schon Schwimmhäute. Sagen wir es, wie es ist, dein Hauptjob ist Händewaschen. Das habe ich jetzt mitbekommen. Wahnsinn. Okay. Alles klar, nächste Runde. Und jetzt wird's hoffentlich bald ernst. Ich darf mit an den OP-Tisch und mir wird die sterile OP-Kleidung angezogen. Jetzt ist nur noch OP-Gebiet, ne? Ja. Patient ist sozusagen ausgeblendet. Ja. Die Verantwortung für den Kreislauf ist ans Hirn abgegeben. Ja. Und jetzt ist hier unten nur noch Blut. Okay. Das Blut ist Johannes Fachgebiet. Das Gehirn einer OP ist immer die Anästhesie. Hier werden alle lebenswichtigen Parameter überwacht. Mediale Gonarthrose, medialer Schnitt. Der erste Schnitt und das Knie öffnet sich. Boah, ist das aufregend. So. Gehst du da mit dem Finger rein? Ich werde verrückt. Ja, weil Handwerk, man muss fühlen. Ne? Ja, soll, ja. Muss man jetzt nicht übermäßig machen, aber das ist häufig auch was, wo man immer noch mal nachfühlen muss. Ein Instrument vorne, da hat man auch ein Gefühl, wenn man irgendwas macht, aber eben nicht endgültig. Und da gehört es dann mit dazu. Kalt wie eine Hundeschnauze. Erzählt er das jetzt hier? Jetzt raucht es? Was ist passiert? Jetzt habe ich auch nur noch mal koaguliert, um mir wirklich den Gleitweg in der Mitte zu markieren. Durch den schwarzen Strich weiß Johannes, wie er später die Prothese ausrichten muss. Dann werden die richtig schweren Geschütze ausgepackt. Tendenziell hat er einen festen Knochen, ne? Sonst wäre ich jetzt hier schon durchgefallen. Wie lange dauert es, bis man sich daran gewöhnt? Du wirst ja im Studium schon früh mit solchen Dingen konfrontiert, im Anatomiekurs oder so. Und wer das nicht kann, der geht halt nicht in OP. Ach, das entscheidet sich da? Da entscheidet sich unter anderem schon, was man macht, ne? Was spritzt denn da gerade raus? Das ist noch Gelenkflüssigkeit, ne? Oder der Knochen selber ist ja relativ fettig. Der Sound an sich überhaupt kein Problem. Aber jetzt liegt da ein Mensch und plötzlich wird es was ganz anderes, sag ich mal. Man hat wirklich so Heimwerker-Vibes. Dann mache ich mir einen kleinen Punkt an die Wand und da bohre ich und da hämmer ich und da schneide ich noch was weg auf den Winkel und so. So ist das, nur in steril. Ich werde verrückt. Um die Heimwerker-Vibes noch zu vollenden, wird jetzt auch noch kräftig gehämmert, bis der Arzt kommt. Wie oft machst du das am Tag, wenn du operierst? 6 bis 8 OPs ist eigentlich schon normal. Oi. Wenn wir kleine machen, auch mal 10 oder so, aber das ist in dem Rahmen, bewegt sich das. Ich werde verrückt. Als du das erste Mal gesehen hast, hast du daran gezweifelt, na, vielleicht werde ich doch nicht Orthopäde, vielleicht dann doch Gärtner oder so? Nee, das ist ja das Faszinierende daran, das Handwerk. Also ich finde das. Weil es einem die Möglichkeit gibt, eben auch zu reparieren tatsächlich. Ne? Aber so eine Arthrose geht ja nicht weg. Ne? Aber du siehst auch schon, das ist sehr standardisiert. Ne? Also das ist jetzt, ja. Das ist schon klar, gibt es individuelle Anpassungsmaßnahmen, auch immer wieder die Überprüfung zwischendurch. Aber das ist eine sehr standardisierte Operation. Ne? Ja, wo wir hier mit so viel offenliegendem menschlichen Gewebe und Stahl stehen und sitzen, ist das dein Traumjob? Ja, das hier ist schon ein Traumjob. Es gibt Dinge an dem Beruf, wie in jedem Beruf, die sicherlich weniger Spaß machen als jetzt. Aber operieren macht Spaß. Operieren und wenn dann der Patient auch noch gut wird, ist richtig schön. Weil man dann was gemacht hat, was wirklich relevant ist, ja, für einen Menschen. Man konnte dem helfen. Das ist ja immer noch so der Grundsatz des Mediziners. Nur mit dem Grundsatz, ich will helfen, damit kommt man nicht durchs Studium und durch den Beruf. Aber das muss schon ein großer Teil von einem sein. Und das ist schön. Es ist vielleicht manchmal etwas romantisch dargestellt, der Arztberuf. Nee, das, aber, Johannes, das hat sich jetzt hiermit total erledigt. Keine Romantik mehr. Nee. Also es ist doch sehr romantisch.
keine Zeit für Romantik. Das Knie ist mittlerweile freigelegt, die OP geht weiter. Und wie? Da sind wir jetzt schon auf dem Knochen und das wollen wir auch sein. Ne? Wir wollen da gar nicht so viel. Oh, habt ihr den Sound gehört? Knack, 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 knack. Oh, da kratzt er gerade am Knochen rum. Die letzten Feinarbeiten und der sogenannte OP-Springer hat mittlerweile schon die passenden Ersatzteile für das Knie geholt. Zeit für neue Gelenke. Und passt. Nicht den Tag vorm Abend loben, so sieht's schon mal sehr gut aus. Und wenn Johannes zufrieden ist, bin ich das auch. Die neue Prothese ist im Knie und ein Großteil der OP ist geschafft. Also ich bin total begeistert. Also es ist schon krass. Als der erste Schnitt kam, dachte ich, oh, mir wird ganz anders. Und jetzt gucke ich dahin, aber es kommt dieses nicht mehr. Man gewöhnt sich schon schnell dran, was? Ein letzter Test, ob alles richtig sitzt. Dann noch einmal kräftig durchspülen, zunähen und die Aufwachphase einleiten. Der Patient hat von all dem gar nichts mitbekommen und die OP ist gut überstanden. Vom menschlichen Patienten wieder zum tierischen. Jetzt müssen wir ein bisschen ruhiger sein. Das Pferd steht jetzt schon in der Narkosebox drin, wurde schon tief sediert und ist jetzt dann gleich bereit zur Einleitung mit dem Narkosemittel. Damit das Pferd sich bei der Narkose nicht verletzt, wird es sanft zwischen Tür und Wand eingeklemmt und dann vorsichtig hingelegt. Auch eine körperliche Sache, Leute, auch eine körperliche Sache. Auf dem Boden angekommen, wird das Pferd für die OP vorbereitet. Bei der Sedierung bleiben die Augen offen. Dazu kommt der Tubus und die Verkabelung am Kran, damit das 500 Kilo schwere Pferd in den OP-Saal transportiert werden kann. Jetzt geht sie einmal nach links um die Kurve. Ach du Scheiße. Boah, das ist ja richtig schwer. Und da muss ich auch wieder anpacken. Ganz vorsichtig wird das mächtige Tier auf der Liege positioniert. Dafür sind genauso wie bei der Knieoperation 5 Menschen notwendig. Hier muss jeder Handgriff setzen. Kannst du das Öhrchen packen auf deiner Seite? Ja. Und wenn du das Öhrchen erreichst, einmal stark zu dir nach drüben ziehen. Also, dass es wieder so ist. Genau. Also, dass der Kopf auch gerade liegt dann. Ja, genau. So? Ja. Super Moment, Max. Öhrchen ist gut. Das ist fast das Riesenohr. DIN A5-Seite. Ja. Körperlich schon eine andere Nummer. Gott sei Dank bin ich so stark. Sonst, glaube ich, ist man hier sehr fehl am Platz. Auch Uwe ist mittlerweile im OP-Saal. Er wird das Pferd gleich operieren. Ja. Und wie lange dauert das jetzt alles? Ich sag mal, die reine Operationszeit, wenn alles vorbereitet ist, wird vielleicht eine halbe Stunde sein, wenn überhaupt. Aha. Die Hauptzeit sind Vorbereitung der OP-Stelle, Abdecken, Instrumente aufbauen. Das ist das, was die meiste Zeit verbraucht in der Arthroskopie oder in der Bursoskopie. Wie hier. Okay. Und was wird jetzt nochmal genau gemacht? Der hat Veränderungen am sogenannten Strahlbein. Das sind Leitknochen, wo die tiefe Beugesehne drüber zieht, unten im Huf. Da ist der Schleimbeutel, der zwischen der tiefen Beugesehne und dem Strahlbein liegt, ist auch entzündet. Ah, ja. Wir haben eine knöcherne Veränderung mit Verklebungen zwischen dem Strahlbein und diesem kleinen Defekt im Strahlbein und der tiefen Beugesehne. Das Hufgelenk ist vermehrt voll. Das kann ich alles über einen Zugang machen. Jetzt geht es los und Uwe startet mit dem ersten Schnitt. Ach, jetzt ist man in diesem Pferd da drin, ne? Jetzt ist man in diesem Pferd da drin, ja, du sagst es. Und jetzt mache ich mir den Instrumentenzugang. Da muss man aber auch gut im 3D-Denken sein, was? Ja, das ist das Problem, weswegen viele Leute nicht arthroskopieren können. Ah ja. Weil man das partiell lernen kann, aber nicht hundertprozentig. So, Nadel weg. Und was muss da jetzt genau weg? Dieses Septum, was hier ist, also diese Trennwand, ja, die muss weg, damit ich in den Hufrollenschleimbeutel komme. Und das macht man sich hier auf.
ganz vorsichtig mit dem Messer. Aber wir wechseln jetzt gleich auf den Shaver. Die Möglichkeit, solche Verletzungen über eine minimalinvasive Borsoskopie zu behandeln, hat die Pferdemedizin revolutioniert. Diese Methode ist wesentlich schonender für Tier und Mensch. So, da kommt jetzt der Shaver. Jetzt sieht man vorne, da ist das rotierende Messer. Ach, das zieht, das saugt so ein. Und es saugt an und schneidet weg. Und dann macht man das hier sehr schön auf. Und dann versuche ich nochmal weiter in die Tiefe zu gehen, um in irgendeiner Art und Weise an diese Verklebungen ranzukommen. Aber warum ist es verklebt? Wahrscheinlich hat das mal ein Trauma gegeben, also eine Entzündung. Ja. Und dann hat es eine lokale Entzündung, eine lokale Reizung gegeben. Und dann kommt es schon mal gerne zu solchen Verklebungen. Es kommt auch zu Schäden in der tiefen Beugesehne, an die man recht gut drankommt. Und dann machen wir jetzt im Nachgang noch eine regenerative Therapie, um einfach diesen Defekt zur Abheilung zu bringen. Und weitergehend natürlich auch eine weitere Entzündung wieder zu verhindern. Und das ist ein totaler Routineeingriff für dich? Also das hat sich jetzt wirklich bei uns zur Routineoperation entwickelt. Ich sag mal, über die letzten 1, 2, 3 Jahre. Und Uwe, würdest du das jetzt hier als deinen Traumberuf bezeichnen? Ich mache das seit 35 Jahren, habe immer noch Spaß dran. Also irgendwas muss dabei sein. Muss was dabei sein. Was macht dir jetzt am meisten Spaß? Ich bin halt Chirurg und das macht mir am meisten Spaß. Ich mache auch gerne Orthopädie. Ja. Ich bin froh, dass ich die Muriel habe für die Innere. Ja. Aber solche Sachen machen mir schon sehr viel Spaß. Weil das so kleinteilig und fusselig ist? Ja, weil es so kleinteilig und fusselig ist. Also diese riesigen, viel Blut, viel eher Operationen, wo also viel Blut fließt, sind nicht so ganz meins. Ich bin so mehr der Minimalinvasive. Uwe, ich sag's, wie es ist. Das würde mir auch Spaß machen. Dem stehen 6 Jahre Studium, vielleicht eine ordentliche Fachtierarztweiterbildung und ein paar Jahre Chirurgieausbildung bevor. Dann ist das kein Problem. Ja, so habe ich mir das auch gedacht. Ne? Während ich mich mal wieder verquatscht habe, ist Uwe schon fast fertig mit der OP. Alle Verklebungen wurden entfernt und das Pferd wird jetzt noch mit Eigenblut und Hyaluronsäure weiterversorgt. Okay, gut. Dann mache ich den zu, gehe da raus. Jetzt wird schon zugemacht? Wird schon zugemacht, ja. Uwe, ich habe es gar nicht mitgekriegt. Ich dachte, wir stochern da noch ein bisschen. Nein, wir stochern jetzt nicht mehr. Hier wird nicht gestochert. Das muss schnell gehen. Wegen Geld? Wie viel kostet das denn hier alles? Also bei der Besitzerin wird es jetzt eigentlich wenig kosten. Ja. Weil die eine OP-Versicherung hat. Sehr gut. Also wir sind sicherlich unter 10.000 Euro. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Ganz schön teuer. Aber wenigstens konnte dem Pferd schnell geholfen werden. Jetzt kann es wieder mit Hilfe des Krans in die Aufwachbox gebracht werden. Im Moment alles stabil. Wir können losfliegen. Wir können losfliegen. Das finde ich schön. Dort muss das Tier sich noch rund 15 Minuten ausruhen, ehe die Narkose aufhört zu wirken und es von alleine aufstehen kann. Dankeschön. Wieder vereint, wieder in einem anderen Look. Ja. Und jetzt in der Praxis. So ist es. Und wir sind spät dran. Wir sind spät dran. Die Patienten warten, deswegen geht's gleich weiter. Zack, zack. Und ab ins Zimmer. Ja. Der Patient wartet schon. Okay. Hallo? Sie sind die Patientin, ich bin die Moderatorin Ariane Alter, nicht ärztlich verbandelt. Die Patientin klagt über einen Knorpelschaden im Knie. Der soll jetzt mit einer Eigenbluttherapie behandelt werden. Hierfür wird der Patientin Blut abgenommen und in einer Zentrifuge in die einzelnen Bestandteile aufgespalten. Denn nur das gelbliche Blutplasma soll wieder ins Knie gespritzt werden und den Verschleißprozess hinauszögern. Und das macht Johannes jetzt. Jetzt gibt es den Piekser. Jetzt sind wir schon im Gelenk, ne? Und jetzt gibt es einen gewissen Druck. Den merken Sie, aber es tut nicht weh. Ne? Das soll genau so sein. Ne? Und dann ist das Schauspiel
auch schon vorbei. Ach was. Das war's schon. Und wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Schönes Wochenende. Ja. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Das war sehr interessant. Und wir machen jetzt weiter. Wir müssen jetzt zur Aufklärung. Weiter geht's. Wir verabschieden uns. Bis dahin. Danke. Tschüss. Na, zack, 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 zack. Der nächste Patient ist heute für eine Operationsaufklärung in der Praxis. Denn auch bei ihm soll eine Schlittenoperation, also ein Teilgelenkersatz, im Knie gemacht werden. Genau die OP, bei der ich eben noch mit dabei war. Haben Sie außer dem Druck noch einen Schmerz jetzt? Ja. Genau, er sagt jetzt, innenseitig kommt der Schmerz. Manchmal kann man den in Rotation, kann man das ein bisschen verstärken. Das lassen Sie mal, ja. Ah, ja. Das ist jetzt... Das machen wir nicht. Locker fallen lassen. Ja, ganz locker fallen lassen. Jetzt kann man mal innenseitig Stress machen, ne? Das tut ihm schon weh. Wie kommst denn du damit klar, dass Orthopäden sind ja wirklich Dermatologen? Habe ich gar keine Angst. Hallo, ja, hier machen wir es. Beim Orthopäden denkst du dir, oh, das wird jetzt eine schreckliche halbe Stunde. Wie kommst du damit klar? Es ist auch nicht häufig so, dass das jetzt so doll wehtut wie bei ihm. Gibt es aber mal. Muss man mit klarkommen, weil man muss den Patienten ordentlich testen. Fest steht, der Patient muss operiert werden. So viel habe ich verstanden. Denn der wichtige Spalt im Gelenk, wo die schützende Knorpelmasse eigentlich sein sollte, ist nicht mehr vorhanden und vollständig abgenutzt. Für den Patienten heißt das Schlittenprothese. Das heißt, es wird einen ungefähr 7 bis 8 cm großen Schnitt auf der Innenseite des Kniegelenkes geben. Reinzaubern können wir das alles nicht und dann müssen wir das da reinpacken. Das ist das, was ins Knie reinkommt. Habe ich alles gesehen, machen Sie sich keine Sorgen, easy Nummer. Johannes' Job ist sehr abwechslungsreich, aber auch mit viel Arbeit verbunden. Denn er hat die orthopädische Praxis erst vor wenigen Monaten als Teilhaber übernommen. Alles klar, alles Gute. Vielen Dank. Nach der Patientenaufklärung muss ich dem Arzt aber auch noch mal auf den Zahn fühlen. So. So, jetzt setzt du dich mal hin. Ich setz mich hier hin, denn ich habe noch ein paar Fragen. Du hast doch nicht etwa Knieschmerzen. Ich habe überhaupt keine Schmerzen. Ich bin wie ein Oldtimer, bin über 35, nie großartig gefahren, immer in der Garage als Oldtimerwagen. Ein Sammlerstück. Welchen Sammlerstück? So, hier war ja heute viel los. Ja. Wie viel arbeitest du in der Woche? Wie viele Stunden? 70 manchmal Stunden. What? Tatsächlich. 70 Stunden? Das kann schon mal sein. Oder, klar, das ist nicht immer so, ne, aber bis zu. Ne, ja, das ja. Bis zu ist gerade in der Phase. Wir haben ja hier so eine Phase, dass wir auch die Praxis gerade übernommen haben. Mhm. Und dann ist es manchmal so, dass man sich mit dem Kollegen am Wochenende trifft und dann hier die Zahlen durchgeht oder nochmal Sachen nacharbeitet. Und jetzt kommt die Frage aller Fragen. Wenn du da jetzt so einen Tag 5-6 Knie machst, was kommt denn da so finanziell? Um deine Frage jetzt ein bisschen offen zu beantworten, das ist natürlich ein Beruf, gerade auch in der Niederlassung, wo man auch gutes Geld verdienen kann, auf jeden Fall. Aber es ist auch eine gewisse Verantwortung. Ne? Mhm. Also, und es du gibt hast ganz auch große, ja dir, eine lange auch Zeit. Ein bisschen also, fordernd war, was? Genau, man hat eine lange Zeit an Studium. Ne? Man ist insgesamt 6 Jahre im Studium ungefähr. Man ist 5 bis 6 Jahre in der Facharztweiterbildung, dann sind 12 Jahre rum und dann ist man Facharzt und dann kommt man ja erst in Position, entweder, dass man Oberarzt vielleicht in einer Klinik wird oder aber, dass man dann in die Niederlassung geht und dann als Facharzt, wenn man das hat, auch einen Kassenarztsitz übernehmen kann. Falls es einigen jetzt zu lang gedauert hat oder zu komplex war, er meint, lässt sich schon gut leben. Wir sind noch nicht ganz fertig, weil es steht noch ein Team-Meeting an mit dem Praxisteam. Die warten, glaube ich, auch schon wieder auf uns. Wir haben uns schon wieder ein bisschen verquatscht. Da müssen wir jetzt noch hin. Okay, aber nach dem Knie kann mich eh nichts mehr schocken. Hallo? Hallo. Moin. Moin. Wir machen immer im Team eigentlich Besprechungen. Ne? Heute war natürlich ein bisschen anderer Tagesablauf. Wir machen das meistens morgens. Mhm. Deswegen einmal in die Runde. Gibt es irgendwas Besonderes für nächste Woche oder war irgendwas noch diese Woche, was wir besprechen sollten? Johannes ist das Team sehr wichtig. Denn in der Praxis müssen alle Zahnrädchen ineinander greifen. Ohne ein gutes Team funktioniert im Arztberuf gar nichts. Ich hoffe, du hattest einen guten Einblick. Ich hatte... Vor allem bei der OP hatte ich einen sehr guten Einblick. Es war wirklich sehr tief, sehr tiefen Einblick. Sehr tiefgründig. Auch. Tiefe, auch sehr, ich möchte jetzt sagen, saftig. Ja. Aber jetzt laufe ich erstmal ganz entspannt ohne Knieprobleme raus und sage Adieu.
Tschüss. 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 Was für ein Tag. Ich habe mitten ins Knie geguckt. Aber dafür kann ich jetzt sagen, für mich ist Ärztin für Menschen ein Traumjob. Da bastelst du, da bist du handwerklich aktiv und dann hilfst du auch noch Leuten. Daneben kannst du mit ihnen reden, das ist vielseitig. Ich find's gut. Ich find's richtig gut. Und außerdem hat es auch noch einen tollen Status. Du kommst ja nie auf eine Party und sagst, ich bin Ärztin und jemand sagt, ob man das ethisch vertreten kann. Du kannst davon leben, kannst davon sogar gut leben. Du kannst es bis zu deinem Rentenalter machen. Ich frag mich ernsthaft, sollte ich mich noch mal einschreiben? Also genügend Wartesemester habe ich auf jeden Fall. Zurück in der Pferdeklinik. Unser nächster Patient ist ein Sportpferd im Herbst seiner Karriere. Jetzt macht der linke Vorderhuf Probleme und es gibt nur wenig Zeit, den Hengst wieder konkurrenzfähig zu bekommen. Im Behandlungsraum wird das Pferd jetzt fit gespritzt. Und das ist jetzt gegen was und für was? Das ist jetzt eigentlich eine Gelenktherapie, um den Gelenkstoffwechsel wieder zu verbessern. Wenn man davon ausgeht, sind leichte Entzündungen da, dass man diese Entzündung zurückdrückt. Man merkt das, der Reiter merkt das schon sehr schnell, ob die ein bisschen vorsichtiger werden. Also lahm ist er nicht. Und dieses Mittel spritzt Uwe jetzt in das ledierte Gelenk. Damit er in Ruhe arbeiten kann, wurde auch dieses Pferd leicht sediert. Gut. Würdest du das mit mir auch so machen, wenn ich da lahmen würde? Ja, warum nicht? Ist das genau dasselbe Zeug? Es ist besser. Also unsere Hyaluronsäuren sind viel hochmolekularer als das, was in Normalmedizin so genommen wird. Das Pferd ist versorgt, aber ich habe viele Fragen. Ich habe immer gesagt, in der Humanmedizin die Hyaluronsäuren wieder verwenden. So, und jetzt ist es ja so, dass das ein Sportler ist. Du betreust den jetzt. Ja. Dann muss der clean sein, wenn der wieder antritt. Mhm. Aber das wissen wir ja, was wir jetzt verwenden an Medikamenten. Ja, ja. Wir wissen, wie lange die nachweisbar sind. Ich würde das sofort zum Konkurrenzding. Alles klar, wir haben den. Die andere Klinik hat den. Let's go. Also ich habe immer behauptet, dass in bestimmten Turnieren in irgendeiner Art und Weise es auch eine Competition zwischen den behandelnden Tierärzten ist. Ja, eben. Ist das aufregend für dich? Oder ist das schon spannend, aber ich mache es halt auch schon lange. Deswegen, also es macht schon Spaß. Ja. Oh, ich finde das spannend. Ja, es macht schon Spaß. Traumberuf Tierarzt. Ständige Tierarztbesuche bei einem Sportpferd. Was macht das wohl mit seinem Besitzer? Bist du ja auch neu? Ja, ich war ja schon öfter. Das ist ja dein Pferd. Ja. Und das ist ja ein Sportler. Ja. Hast du jetzt eine Beziehung dazu, wie ein Trainer zum Sportler, wenn du siehst, irgendwie das Kind? Nein, das ist ein Familienmitglied. Ah, das ist Vater-Sohn quasi? Nein, das ist Familie. Das ist wie der Hund und wie die Katze. Und wie ist das, wenn mein Hund nämlich beim Tierarzt ist, denke ich, oh Gott, jetzt hat er Angst und jetzt muss er auch vielleicht sediert werden oder und hängt man da? Na gut, der ist ein alter Profi, der ist jetzt 14 Saisonen gelaufen, also der war schon öfters da im Service. Pferd und Besitzer sind Vollprofis, was die Arztbesuche angeht. Jetzt müssen sie nur noch zu Hause weiter an der Gesundheit arbeiten. Gut, also wir gehen jetzt ein paar Tage Laufband und der Verband kann morgen runter, der ist jetzt nur für die Injektionsstellen. Und dann fangen wir langsam wieder an. Genau. Tschüss. Wir gehen. Komm, Dicker. Auf geht's. Jetzt ist auch für mich Zeit zu gehen. Mein vollgepackter Tag in der Pferdeklinik ist zu Ende. Ich habe viel gelernt und viel gesehen. Aber ist Tierärztin jetzt wirklich mein Traumjob? Wenn ich der kleinen Ari, die Tierärztin werden wollte, jetzt was auf den Weg geben wollen würde, würde ich ihr sagen, wenn das dein Traum ist, mach es auf jeden Fall. Es hat wahnsinnig viel, glaube ich, was ein Beruf zu einem sehr sinnstiftenden Teil deines Lebens macht. Deswegen, ich bin mir sicher, unglücklich werde ich hier nie geworden. Aber da ist das Ding mit dem Risiko, dass dir so ein Huf entgegenschmettert. Und da, kleine Ariane, da denkst du vielleicht noch mal drüber nach. Was mich übrigens auch überrascht hat, ich bin gar nicht so Promi, geil. Aber hier ist das Pferd von Thomas Müller. Das würde ich schon gern sehen. Ich gehe da mal gucken, ob das Pferd von Thomas Müller auch mit Nachnamen Müller heißt. Destiny Müller? Faith Müller? Carpe Diem Müller?